Haben Sie schon mal mit dem Gedanken gespielt, was ganz anderes zu machen, was Neues zu wagen, einfach mal den eigenen Träumen zu folgen? Da braucht man eine Menge Mut zu, glaube ich. Und oft bleibt es dann eben auch bei dem Wunsch. Aber manchmal gelingt so ein Schritt, wie bei Katrin Schmidt aus Essen. Die hat tatsächlich ihren alten Beruf an den Nagel gehängt und macht jetzt Musik. Also tauch ich ein in die goldenen Zwanziger. Ich flute mich mit Farben, ich bade Licht. Ich tauche ein in die goldenen Zwanziger. Ich flute mich mit Farben, ich bade Licht. Hallo, ich bin Katrin Schmidt und ich lebe endlich mein kreatives Leben. Es hat immer in mir geschlummert und jetzt lasse ich es einfach zu. Ich habe 20 Jahre lang als Sozialpädagogin gearbeitet, 2 Jahre lang Streetwork gemacht und dann war ich Dozentin einer Fachstelle für Suchtprävention. Ich habe Fortbildung gegeben. Viele, viele Jahre haben Blockaden mich daran gehindert, Künstlerin zu sein. Ich hatte Lampenfieber, Auftrittsangst und das habe ich überwunden. Und jetzt lebe ich meinen Traum. Ein bisschen aufregend und gleichzeitig war es so ein Befreiungsschlag, dass ich mich dahingestellt habe. Das Publikum war da und ich habe mich wohlgefühlt. Und das war das erste Mal vielleicht in meinem Leben, wie ich mich jetzt richtig bewusst daran erinnern kann, dass es mir leicht fällt. Ja, und das war einfach nur schön. Viele Jahre lang habe ich mich in diesem Rahmen total damit auseinandergesetzt, wie das Gehirn funktioniert und ja, wie Blockaden vor allen Dingen manchmal so im Unterbewusstsein wirken und wie man die dann aus dem Unterbewusstsein auch wieder rauslösen kann. Und habe diese Methoden bei mir selber ausprobiert. Jetzt gebe ich weiterhin Seminare und Coachings und gebe ich das an Leute weiter, mein Wissen, wie auch sie sich von ihren Blockaden befreien können, um endlich ihr Herzensprojekt zu leben, um ihr kreatives Leben zu führen oder das, was sie sich eigentlich für ihr Leben wünschen. Und zwar gibt es viele Methoden, aber eine finde ich ganz besonders schön, und zwar die, die mit Bildern arbeitet. Denn die wirken 60.000 Mal schneller im Unterbewusstsein als jeder noch so kluge Gedanke, gerade bei Blockaden. Und ich habe mir eine Frau gemalt, die für mich, die geht sofort in mein ganzes System rein und ich weiß genau, ich bin im Vertrauen und alles ist gut. Ich muss nur an die denken und an die Farben denken und dann schreibe ich mir ja auch noch diese Lieder und die Lieder wirken genauso im Unterbewusstsein. Ich sage immer, alle meine Lieder werden wahr und sie wirken wie ein Bild in mir drin und lösen alles das auf, was noch an Ungereimtheiten da ist. Ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Wenn jeder seinem Herzensprojekt folgen würde und seine Ängste und Unsicherheiten loslassen würde, dann würde sich das sofort auf unser Miteinander auswirken. Es wäre sozusagen zum Wohle aller. Jetzt bin ich ein offenes Mikro im Wind. Und ohne dass ich meine Frequenz verliere, bin ich trotzdem Klavier.